Moin moin Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zur dritten Folge hier vom LS22 Projekt auf YouTube. Danke fürs Reinschalten und auch noch danke auf Twitch, dass ihr durchgehalten habt. Obwohl es so aussieht, als wenn der Stream zu Ende war, weil ich zwischendurch das Intro und Outro mit einblende. Aber ich habe einfach keine Muße, das alles noch hochkompliziert nachzuarbeiten und dennoch ein Intro und Outro davor zu schneiden. Deswegen danke, dass ihr die Minute immer aushaltet, eine Gedenkminute auf Twitch. Das nächste Mal kann ich euch sonst Werbung einblenden. Ist auch nicht besser, ich weiß, kleiner Spaß muss sein. So, heute wollen wir wieder shoppen gehen, denn die Community auf Twitch hat entschieden, die steuern hier so ein bisschen meinen Einkauf. Ist vielleicht nicht immer gut, aber wir machen das. Ich traue natürlich drauf. Und wir haben gesagt, wir kaufen den Klaas Ladewagen. Ich hoffe natürlich, dass so ein bisschen im Chat, liebe Leute, ihr einfach drauf eingeht, ne? Einfach so ein bisschen, wenn Fragen gestellt werden und ihr die schon beantworten könnt, gerne beantworten nach Möglichkeit, denn ich kriege nicht komplett alles mit. Deswegen. So, also wir Kennzeichen konfigurieren war auf jeden Fall die Frage. Ich kann das hier gleich zeigen. Leider gibt es nicht so diese richtig klassischen deutschen, aber ganz praktisch, dass man hier einfach... Oh, jetzt habe ich hier weitergeklickt. So, Typ 2. Da bleiben wir natürlich bei... Irgendwas aktiviert oder was? So, Buchstabe 1. Muss natürlich hier wieder zurück. So. So. Müsste es aber gehen, ne? Also, so geht's los. Geht's auch. Das ist dann C. Oh nein, zu blöd. Ein zurück. F ist gewöhnungsbedürftig. Okay, speichern. Jetzt haben wir hier an dem auch eine Platte mit 116.000 kostet uns das Ding, ne? Siliermitteltank. Uah, der kostet 2.000 extra. Jetzt weiß ich aber auch, was ihr meint. Das kann ich aber zur Not nachrüsten, ne? Wenn wir dann mal irgendwann Silage machen, kann ich es nachrüsten. Jetzt ist er ja eigentlich eher erstmal für Stroh sammeln. Ich hoffe, dass er einigermaßen von der Optik her gerade so an den 7er Fendt geht. Und der Fendt, den kann man in unterschiedlichsten Varianten kaufen. War gerade eben auch die Frage, habe ich nur kurz gelesen, in der 714, 16, 18, 20, 22, 24 ja, Variante kann man sich den gönnen. Wir werden auch mit Sicherheit noch einen weiteren Traktor brauchen, denn ich möchte gerne auch Düngermission machen. Und das mit dem Silo habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich sollte ein Silo kaufen für 1000. Könnt ihr bitte nochmal versuchen zu erklären. Und ich sage noch Moin Moin an alle Neuen, die hier am Start sind. Danke für eure ersten Nachrichten. Seid lieb gegrüßt hier. Und natürlich zur Begrüßung machen wir die Lampe an. Gut ausgeleuchtet. So, da haut wieder ein Räder vorne ab, schön. Und die Schilder. Ihr könnt ja mitzählen. Ihr könnt ja gerne hochzählen im Chat, wenn ihr Bock habt. Wie viele Schilder, ich glaube, das war Schild Nummer 3. Heute Abend dran glauben müssen. Wir können ja eine Vorhersage starten, ne? Weiß ja nicht. So, abbiegen. Was ist denn das Schild eigentlich? Ja, Französisch. Ich nichts Französisch spreche. Alter, die Ente, ne? Krass. Wir sind hier in Orblaron. Oh, Blaron, ich weiß auch nicht, ob ich das ansatzweise richtig ausspreche. Aber vielleicht. Hallo, moin moin. Schilderkiller. So sieht's aus, Skywalker. Manuell befüllen, aber auch direkt am Silo Dünger kaufen. Das wird dir dann quasi geliefert. Wie bitte? Welches Silo muss ich denn dafür kaufen? Das kostet doch 23.000, oder nicht? So, unser neuer Verb, der ist halt echt eine Nummer zu... Also es geht gerade so, ne? Also ist schon knapp. Ja. Muss mal hier, der Chat muss mal kurz aufhören. Ich muss den Chat auch gleich mal ein bisschen kleiner machen. Seid viel zu groß im Bild, Leute. So, also wenn man das nachher im Groß sieht, das ist dann zu groß. So. Kann man immer noch lesen. Muss das dann mit hier vom Thumbnail das auch ein bisschen draufkriegt, ne? Unser neuer Verb, also. Aber schon krass. Also wirkt der Träger tatsächlich ein bisschen zu klein, aber es dürfte gerade so mit der, ne, es passt gerade so mit der PS-Zahl. Wir spielen ja mal 3 Geschwindigkeit, die ja komplett neu ist. Ne? Wir kennen ja sonst nur einfach ein Fünffach. Es gibt jetzt auch mal 2, es gibt halb, es gibt mehr Stufen in der Spielgeschwindigkeit. Ich hoffe natürlich dadurch, dass wir auch
in absehbarer Zeit ein paar neue Angebote im Gebrauchtwaren-Shop kriegen und natürlich auch die ein oder andere Mission noch mal irgendwie neu reinkommt. Das wollen wir dann mal gucken. Alter, die rasen echt. Ja, oder halt ein, ja, das, oder, ja, doch, ein bisschen größeren Traktor brauchen wir eigentlich dafür. Nehme ich zu. Wahrscheinlich kriegen wir auch gar nicht mal so viel raus aus unserem Stroh, aber immerhin. Und es sind immer noch die restlichen Spuren vom Dreschen übrig. Ne? Ein paar sind weg, aber ein paar sind auch noch da. Immerhin. So, wir hatten irgendwie schon geguckt. Das, glaube ich, sollte hier zum Viehmarkt, das Stroh. Das geht einigermaßen. Boah, hier. Leute, Feld 26 ernten 22.000 und auch da ist es doch hoffentlich so, ach nee, aber da ist auch die Marisonne. Ich weiß nicht, wie das mit der Marisonne geht, Christopher oder Christoph. Verstehe ich noch nicht. Da muss ich extra noch einen Zug für mieten oder was? Verstehe ich nicht. Da könnte man gleich so ein dickes Gerät nehmen oder man spart sich die 3.600 und lässt eben den eigenen Drescher dafür laufen, ne? Ist im Lohn unterwegs. Da gibt da schon Power, ne, unser Kleiner. Oh, das sieht ja cool aus, neu. Guckt euch das mal an. Das gefiel mir gut. Also richtig viel kriegen wir auch nicht raus, aber wir müssen sehen, eine Ladung bringt uns immerhin 5.000. Und so verdienen wir mindestens, also geschätzt schon fast das gleiche an Stroh als wie Getreide, weil das ja auch einfach nicht gut vorbereitet war, das Feld. Probieren mal den neuen Helfer. Der neue Helfer kann kein Stroh sammeln. Ich kann mit dem von A nach B fahren, ne? Versuchen auch was zu verkaufen. Wenn ich die Ladung jetzt gleich voll habe, werden wir versuchen, ob der neue Helfer das für uns verkaufen kann. Ich weiß noch nicht, was wir müssen. Wir brauchen ja noch einen Flug, wir brauchen noch eine Seemaschine, wir brauchen noch einen Düngerstreuer, wir brauchen noch einen Träger. Und ich glaube, wenn wir richtig rechnen, sind wir dann auch kurz vor Pleite. Ne? Also dann haben wir nichts mehr an Geld. Ich muss auf jeden Fall, müssen wir dann denken, dass wir wieder was mit Stroh anpflanzen, da der Ladewagen sich ja über die Zeit auch bezahlt machen soll und uns das mehr bringt, wenn wir jetzt hier in erster Linie Weizen, Gerste oder so dann anpflanzen, damit wir gut Stroh eben rauskriegen. Ne? Ich weiß, das Land gehört mir nicht. Macht aber auch was her, auf jeden Fall. Sieht definitiv besser aus. Ist immer Geschmackssache, aber da finde ich doch, ist gut. Den möchte ich kaufen. Das steht schon fest, dass ich den kaufe. Die Frage ist jetzt nur noch, wie ich das mit dem Silo hinkriege irgendwie. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich habe ich es auch schon wieder überlesen, wo es erklärt worden ist. Morgen nix Daumen drücken für VfB. Kannst aber nur das anpflanzen, was du im Monat anpflanzt. Bei der Star hast du recht. Aber Weizen, Gerste müsste man ja eigentlich jetzt zum Ende des Jahres anpflanzen können. Da wir mit Season spielen, wir werden wahrscheinlich gerade am Anfang, wo wir jetzt ja nicht gerade Großgrundbesitzer sind, einiges an Zeit wegspulen müssen. Kauf mal das Unia Silo. Okay, also gucken wir gleich. Aber das kostet 23.000. War das das? Muss ich gleich ein schönes Plätzchen für suchen.
Die Box kommt jetzt hier direkt da drüber, ne? Stört das hier ein bisschen weniger im Bild da oben. Glaube ich schöner für die Zuschauer auch, dann auf YouTube. Werkshäuser wollte ich auch bauen, keine Sorge. Da haben wir sie um, nur Zeit. Nun sammeln wir erstmal auf entspannt Stroh. Das versuchen wir dann mal automatisiert zu verkaufen. Gespannt, keine Ahnung, wie es genau funktioniert, aber eigentlich müsste es gehen. Und dann kaufen wir das Silo, ne? Unia. Moin Moin, Laben, Moin Moin. Danke euch fürs Reinschalten. Die erste Ladung haben wir gleich voll. Also die Symbole sind natürlich wieder nicht so meins. Ne? Da freue ich mich schon, wenn ich dann selber beim Modding loslegen kann und der Map ordentliche Symbole geben kann. Also Stroh da unten, das ist ja, ich sage jetzt immer Geschmackssache, ne? Aber trifft nicht so ganz meinen Geschmack. Wird es auch was auf deinem YouTube-Kanal darüber geben, über L22.io, aber morgen Vollgas. Also heute Nachmittag haben wir schon 4 Stunden gestreamt. Davon habe ich auch ca. 3 Stunden aufgenommen für YouTube. Das Ganze kommt ab morgen, ja, so ab 2, 3 Uhr. Dann werde ich morgen auch wieder streamen, mache dann aber eine entspannte Nachmittagspause. Wann ich morgen anfange, ich weiß nicht, 10 oder 11 Uhr. Kann es nicht genau versprechen, kommt darauf an. Ne? Es ist immer so ein bisschen kindabhängig, wenn Kinder morgens wach sind, also wenn wir auch aufstehen. Und dann muss Shelly noch ein bisschen für Homeoffice noch was regeln und so weiter. Ich will ja auch die Videos, die ich jetzt gerade hier aufnehme, auch noch hochladen und so weiter einstellen. Also 10 oder 11 Uhr. Ich kann ja, wenn ich nicht um 10 anfange, liebe Leute, mache ich auf YouTube einen Community-Beitrag klar, ne? Dass ihr dann wisst und nicht eine Stunde wartet. Und dann ist geplant morgen so 4 Stunden bis ca. 15 Uhr. Dann gucke ich mir an, wie Dortmund gegen Stuttgart gewinnt oder wie war das noch. Und dann geht's abends wieder weiter, ne? Irgendwie so machen wir das. Und Sonntag wird auch nochmal Vollgas gestreamt und in der Woche muss ich mal schauen. Kommt auch darauf an, wann ich mit Modding loslegen kann. Ne? Ich möchte jetzt die Zeit ein bisschen mehr nutzen, weil ich auch Bock habe, voll zu spielen, bevor ich jetzt mit Modding loslegen kann. Ne? Noch geht's ja nicht. Das ist wohl so ungefähr das Maximum, was an Grafik geht. Sieht aber auch sauber aus, ne? Schon schick. Unsere erste Ladung 44.000 Liter Stroh. Das ist natürlich wieder ein bisschen sehr gleichmäßig oben verteilt, aber okay. Mache ich jetzt am besten hier rum. Muss ich mal kurz auf die Karte noch gucken. Eigentlich egal, wir müssen eh runter rumfahren. Ne? Also das kann ich auch weiterfahren. Das war ein bisschen schräg, ein bisschen länger. Wir müssen hier hin zum Viehmarkt. Wir können natürlich noch mal gucken, nicht, dass die Preise sich auf einmal plötzlich geändert haben. Wir sind schon in der Rapsansatzsaison, ne? Aber ich möchte Weizen oder Gerste anpflanzen. Also das geht dann im September. Da haben wir also noch ein ganz bisschen Zeit. Stroh wollte ich gucken. 91 Viehmarkt. Also ca. 4.000 für eine Ladung. Immerhin, ne? Aber man muss sich vorstellen. Achso, ich wollte den Helfer testen. Danke. Mach doch was. Aktiver Helfer. Also haben wir jetzt nicht. Jetzt können wir doch aber ihn irgendwie. Wie war das noch? Ein Ziel setzen? Oder muss ich da einen richtigen Auftrag noch draus machen? Ich kann ihn da hinfahren lassen, aber irgendwie kann man ihm noch auch einen richtigen Auftrag geben, ne? Aber das weiß ich gar nicht, wie das genau läuft. Darf ich da vielleicht auch nicht drin sitzen? Doch, eigentlich schon, oder? Job erstellen. Eine freie Fahrt, laden und liefern. Liefern. So, der war Käserei, Zugstation, Trauben, Zugstation, Biomasse, Gestein, Viehmarkt. Nicht wiederholen.
Und das ist natürlich echt Job starten, ne? Von der Arbeit aus. Geht nicht. Ladeposition. Welche Richtung er das lädt, das ist mir auch egal. Liefern. Also beende Ziel nicht erreichbar. Kann er nicht. Mal so gut funktioniert das mit dem Helfer. Also wenn ihr da eine Idee habt, warum, ne, sagt es gerne. Ich kann ihn da hinschicken. Da fährt er auch hin. Das ist nicht das Problem. Gute Reise. Immerhin, ne? Immerhin fährt er so ein bisschen selber. Also, bauen, liebe Leute. Dann sagt ihr unter Container. Unia für 1000. Achso, das ist ja auch die Kapazität. Das kostet nicht 27.000, das kostet ein Tausender. Ja, da stehe ich, ne? Gehe ich jetzt in der Gegend rum. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich, weil ich jetzt ein bisschen weit weg bin gerade. Warte mal. Machen wir geschickter, logischerweise. Ich gehe mal kurz raus, gehe in den Drescher. Dann sind wir hier am Ort und Stelle. Und können mal eben den Container, den hier, das Unia, irgendwo platzieren. Vielleicht hier noch hin, ne? So ein bisschen schauen. Ich weiß auch noch nicht genau, wo ich es denn auffüllen kann. Muss natürlich zur Not von beiden Seiten zufahren können, falls ich da irgendwas komisch machen muss. Ich weiß. Das ist ja auch, ich weiß auch gar nicht, wie sie den Helfer auf der Karte verankern. Ich möchte es einfach gar nicht wissen. Ich will das Produkt und die Menge, die du kaufen möchtest. Ach so, also hier kann ich jetzt sagen, Saatgut oder Mineralfutter. Leute, Saatgut oder Mineralfutter. Und hätte ich das noch auswählen können? Das ist ja nur für, ne? Was ist denn Mineralfutter? Oder habe ich jetzt das Falsche gekauft? Oder kann ich da selber was einlagern? Wofür brauche ich Mineralfutter? Also das hat ja nicht viel gekostet, ne? So, er ist angekommen. Können wir hier vorne irgendwo unseren Stroh hinkippen. Hier vorne sieht mir so nach Tiere im Menü aus. Da ist eine Tatze. Kippen wir mal hier ab, oder? Da kann man noch mal ein bisschen Geld verdienen? Oder nicht? Ah, doch. Da mit dem Nathan. Weil was? Mineralfutter brauchst du für diese Mischdinger, ne? Mischration. Und was jetzt mit dem Dünger, Leute? Den versprochenen Dünger. Kann er nur Saatgut kaufen, ne? Da haben wir eine Station für Saatgut. Auch gut. Könnt ihr mir das nochmal versuchen zu erklären, die Leute? Im Livestream ist immer schön, dass man vielleicht Hilfe kriegen kann. Wenn nicht, könnt ihr es auch in YouTube-Kommentaren. Gerne auch YouTube-Kommentare, liebe Leute. Das ist auch nice. Mich freuen. Wir haben hier gleich zwei Düngermissionen, die wir dann machen können, wenn wir Düngersteuer kaufen. Diese Marison. Ja, habe ich vorhin schon im Test gehört, mit dem, dadurch den Krampel mal, ne? Also die Sounds von den Klappen, die sind nice. Generell sind die Sounds von den Teilen, da haben sie einen großen Schwung nach vorne gemacht, definitiv. Kam am Anfang gar nicht immer so rüber, aber das kann man jetzt bestätigen, die Sounds. Die sind auch wirklich mal gut geworden. Was eigentlich haben sie schon für LS19 versprochen, dass die Sounds super toll geworden sind. Da waren aber doch, da war es doch recht verhalten einfach, ne? 4.500 hat das Ding gekostet.
Für Dünger brauchst du das Mineraldünger-Silo. Das funkt aber dann genauso wie beim Omia. Ja, toll. Wenn die Schilder ich immer wieder hingestellt. Ja, wir haben ja das, ich sag auch. Also alle 3 Jahre ist fürs Modding auch recht entspannter, wie viel ich auf der Marsch geschafft habe. Überlegt mal, wenn wir 1 Jahr weniger NF Marsch gehabt hätten. Da wäre einiges an Produktionen, ne? Das Schild liegt noch da. Nie gekommen. Wahrscheinlich ist es vielleicht beim Neustart. Vielleicht liegt beim steht beim Neustart alles wieder. Das ist auch ein interessantes Feld hier vorne, ne? Also von der Größe her, von der Nähe zu unserem Hof. Boah, ich weiß. Auch Stroh. Wird mir gut gefallen, wenn wir uns das noch ewig kaufen könnten, so 35. Sieht nach der etwas übertriebenen Farbe im Raps aus. Das ist so noch nicht so meins irgendwie. Das müsste ein bisschen blasser. Ne? Man sieht es ja auch auf den Drescher-Videos von mir, die Drohnen-Videos. Die Raps-Textur, da ist noch ein bisschen, da ist noch Luft nach oben. So, noch die zweite Ladung Strom. Machen wir noch, ne? Dritte Folge. LS22, da muss man sich nach wie vor weiter dran gewöhnen. Hier, Prost. Also es ist nicht, man kann ja auch beide Karten anfangen, ne? 2 Spielstände. Ich habe mich auch nicht ganz so leicht getan mit der Entscheidung, muss ich sagen. Ich hatte zuerst gedacht, die Elm Creek wird's, aber... Ja, jeder hat ja persönliche Beweggründe, warum man sich jetzt für irgendwas anderes entscheidet. Meine hatte ich eingangs erzählt, ist so ein bisschen auf die Feldgröße gemünzt, auf die Anzahl der Felder und auf die Hoffnung, dass wir einfach auch mal dicke Missionen kriegen. Ne? So eine Mission hier von wegen 26 Düngen oder Feld 19 Düngen oder was auch immer. Da solche großen Felder gibt es auf der Elm Creek nicht ganz so viele. Also auf der Elm Creek gibt es wesentlich mehr Felder, was dann auch wahrscheinlich dich positiv äußert in der Anzahl der Missionen, die zur Auswahl stehen. Weil ja einfach viel mehr Felder auch am Start sind. Ist ja auch logisch, dass dann eigentlich mehr Missionen am Start sind. Aber man ist dann auch viel mit kleineren Feldern beschäftigt. Und deswegen habe ich mich jetzt für die Karte entschieden. Sind aber, ihr wisst es, in der Regel ja eh nur Übergangslösungen für die nächsten 2 Monate, 1 Monat, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich kann noch nicht modden. Ich kann es euch nicht sagen. Keine Ahnung. Selbst Landwirt in MV, ne? Grüße gehen raus. Ich glaube zwar nicht, dass er es hier sieht, aber Grüße gehen raus. Würde sich freuen, wenn die Karte möglichst schnell fertig wird. Aber auch, ne? Auch dann geht es nicht schneller, mal leider. Diesmal, wie es ist. Moin, 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 moin. Ich kann bis zu 3 Aufträge annehmen, genau. Das ist cool, das braucht man nicht mehr, diesen Multiple Missionsmod, den wir im LS19 noch brauchten. Und jetzt kann man hier pauschal sich 3 Missionen sichern. Deswegen, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge, möchte ich eigentlich dieses mit den Gewächshäusern nochmal angehen. Das nicht ganz so teuer ist. Und dann werden wir sehen, dass wir halt in Technik investieren, um hier so ein Feld wieder vorzubereiten fürs nächste Jahr. Wir brauchen halt einen ordentlichen Grubber oder also einen Flug oder irgendwie was ähnliches, Vergleichbares, was der Träger noch kann. Ne? Oder wir müssen halt tatsächlich noch wenn ist das der schwache Traktor, dann brauchen wir noch einen stärkeren Traktor. Aber dann sehe ich auch das Konto relativ schnell sehr, sehr Richtung Null gehen. Wir werden noch Kreditlimit ausreizen, noch versuchen, vielleicht dieses eine Feld nebenan zu kaufen. Das ist schon echt interessant. Weil wir den Drescher haben und weil wir auch den Ladewagen haben und das sogar näher am Strohverkauf ist, wäre natürlich so eine Win-Win-Geschichte, ne? Auf jeden Fall. Guten Abend und Grüße nach Kiel an die Nachbarn sozusagen. Das ist ja gleich nebenan hier. Das verscheint ein schöner Name. So, Gerd, moin, moin. Das hier ist Maus, klar. Manchmal mache ich das, aber das habe ich am neuen Rechner noch gar nicht angeschlossen, um coolere Bewegung zu machen hier, ne? Kann man das natürlich mit dem Joypad einfach wesentlich smoother, schleichender, wie auch immer, machen, weil ich habe ja schon teilweise, das ist aber meine eigene persönliche Art, manchmal bin ich ein bisschen schnell unterwegs, ne?
Schön wäre es, glaube ich, wenn ich eher so langsam um die Fahrzeuge rumgehe. Manchmal bin ich halt so. Ist es, wie es ist. Letzte Reihe Stroh. Moin, auch wieder zusammen. Was ist los mit Hannes? Weiß ich nicht. Alles gut. Er hat Bock auf die Marsch, aber ist ja auch verständlich, ne? Mit einem schlankeren Mod-Ordner, weil sie eine Menge Lücken geschlossen haben. Das stimmt. Die haben ja auch eine Menge sich von den Mods abgeguckt, ne? Also haben sie gute Vorbilder gehabt. Teilweise was Fahrzeuge angeht, was Produktion angeht. So. Diesmal haben wir es nicht so schwer. Wir haben nochmal 27.000 Liter Stroh. Das heizen wir nochmal schnell weg, weil wir gemerkt haben, ja, der Helfer könnte es zwar auch, aber richtig alle kann er das auch nicht. Schrittmäßig. Nee, das ist tatsächlich Maus. Ich habe eine ziemlich sensible Maus eingestellt. Ne? Ich bewege mich hier nur im Zentimeterbereich. Deswegen auch manchmal so ruckartig, wenn ich einen ganzen Zentimeter mich bewege, denn sieht man auf einmal das von der ganz anderen Seite. Wollen wir gleich mal gucken, was dieses Feldchen nebenan kostet. Wie viel Land man davon kauft. Schon spannend, oder? 800.000 haben wir noch. Ich wollte gerade sagen, ich fahre falsch, aber nee, ich fahre richtig. Moin, Tiger Boy. Entschuldigung für den Umzug auf. Ja, klar. Ich begleite das komplett. Ne? Also wenn ihr hier beim Let's Play dabei seid, kriegt ihr alles mit. So wie ich jetzt die ersten Fahrzeuge kaufe und wie wir später dann in 3 Jahren 200 Millionen Kontostand auf der Marsch haben, ne? So circa. Plus minus. Und ich ziehe um, das zeige ich auch alles im Livestream und als Folge ist das auch auf YouTube logischerweise nachher verfügbar. Wie man halt, ne, alles mitnimmt, wie man den Spielstand, also das Wichtige ist ja, dass man seine Fahrzeuge logischerweise mitnimmt. Man kann nicht alles mitnehmen. Land geht nicht, ne? Also Land müssen wir hier wieder verkaufen. Und das Geld dann dafür Cash mitnehmen. Das ist klar. Dies ist klar, das geht nicht. Aber Fahrzeuge kann man komplett mitnehmen. Muss man nur nachher gucken, wo man sie hinstellt. Das kriegt man dann schon hin. So, nochmal Stroh verkaufen. Gibt es was Neues auf den Gebrauchtwagen? Gebrauchthändler ist eine berechtigte Frage und leider nein. Würde auch gerne die Angebote ablehnen und sagen, nee, weg damit. Weil wir hatten das ja vorhin einmal gesehen. Ich hatte im Testspielstand oder als ich die Karten so ein bisschen, ne, als wir so ein bisschen rumgeguckt haben, hatte man ja gesehen. Muss man auch wirklich mal die Au- Alter, was ist hier denn los? Da muss man wirklich schon abpassen, wenn wir hier raufkommen. Hatte ich ja gesehen, wir hatten ein Gebrauchfahrzeug mal gekauft. Das war der Gülletank, um zu schauen, kann man damit Geld verdienen. Haben gemerkt, nein, kann man kein Geld mit verdienen. Das wird nichts. Aber wir hatten einen schönen Gülletank günstig gekriegt. Wir hatten den eingekauft. Ja. Und dann kam ein neues Angebot, ne? Nachdem man was rausgekauft hat aus dem Shop. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es nachts oder so aktualisiert wird. Also mindestens ein oder zwei sich nach, also dass irgendwie so Ingame-Tagmäßig was tut. Dafür müssten wir aber Zeit spulen, ne? Um mal ein Schnäppchen zu kriegen, aber das mache ich jetzt nicht. Was sind das für Palette im Shop? Weiß ich nicht, so Dünger und so, ne? Butter, keine Ahnung. Schöne Werbung, ne? Da kann man später auch was Schöneres drauf machen. Ja, gönnt euch natürlich, liebe Leute, in der Videobeschreibung auf YouTube habt ihr den Link zum LS22, wenn ihr noch bestellen wollt, habt ihr die unterschiedlichsten Möglichkeiten bei mir. Ihr könnt es bei Amazon in richtiger Form bestellen, zum Beispiel könnt MMOGA nutzen, um den Key euch zu gönnen. Meistens eine günstige Variante oder halt direkt im Giants Partnershop von mir. Vielen Dank, liebe Leute, wenn ihr da Shop hingeht, im LS22 natürlich.
Vielen, vielen Dank. Und natürlich auch Nitrado. Link ist auch mit in der Beschreibung. Wenn ihr einen guten Serveranbieter braucht für LS, definitiv können wir Nitrado empfehlen. Ihr habt es auch gerade in den letzten Wochen noch gesehen beim Community-Projekt. Wir waren mit 16 Leuten teilweise auf der NFMarsch vierfach unterwegs, haben gehackt und wir hatten perfekte Performance. Perfekte Performance. Also Nitrado definitiv empfehlenswert. Auch für LS22 mit Sicherheit. Server könnt ihr euch da organisieren. Link unten in der Beschreibung natürlich. So, der hat erstmal Pause. Dann gucken wir vielleicht nochmal, was das Land kostet. Dann wissen wir schon mal für die nächste Folge. Aber ich merke die Folgen nicht, dass sie hier jetzt ausufert. Na gut, wir haben hier schon eine Halle. Retten könnten die Gewächshäuser hin. Das müssen wir mal gucken. Und ja, dann müssten wir irgendwo Wasser. Das können, ja, machen wir. Machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich danke fürs Zuschauen. Es gibt ein kleines Intro, Outro und so weiter. Ne? Bis dahin. Vielen Dank und tschüss.